Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind ganz begeistert von euch. Irgendwie klappt das sehr reibungslos heute. Mit dem ganzen Wiederhinsetzen und so weiter. Echt ein hervorragendes Publikum. Das werden wir später auch brauchen, diese Disziplin, die ihr an den Tag legt, wenn wir zu den Themenwerkstätten kommen. Aber jetzt kommen wir erstmal noch zu unserem Talk Nummer 3. Der Eckart ist uns hier im Hause wohl bekannt. Ja. Vielleicht hat der ein oder andere von euch und Ihnen auch schon einen Blogartikel zum Beispiel von ihm bei uns gelesen auf dem Blog oder beispielsweise auch ein Video von einem seiner Vorträge gesehen. Jobs to be done ist ein Thema. Eckart hat mich letztes Jahr, glaube ich, angeschrieben. August. Ne, irgendwann Mitte, im August, ja, ja, genau. Und hat gesagt, hier, wollen wir uns da nicht mal austauschen. Und haben dann tatsächlich uns angefangen, mit der Jobs to be done Theorie ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Was dahinter steckt, wird er ja gleich noch vorstellen. Das ist tatsächlich so ein Thema gewesen, das uns schon 2-3 Jahre irgendwo im Hinterkopf schwebte. Und es war eine günstige Gelegenheit, als Eckart dann auf uns zukam und gesagt hat, guck mal, ich habe da schon ein bisschen was gemacht und sich da zu einem echten Experten für das Thema auch entwickelt hat. Jetzt heute haben wir gesagt, Jobs to be done ist ein spannendes Thema und wir haben bei dem Thema Intranet-Einführung immer so die Herausforderung, erstmal zu verstehen, was will denn jetzt der Kunde oder Interessent, mit dem wir sprechen, im Endeffekt erreichen mit der Einführung. Ja, weil wir hatten es vorhin schon, es geht im Kern nicht um das Tooling, sondern es geht erstmal darum, auch klarzukriegen, was wollen wir denn gemeinsam als Gruppe, als Organisation zusammen vorantreiben, was wollen wir erreichen, welches Problem wollen wir lösen oder welchen Job möchten wir erledigen. Und ja, dazu bin ich mal gespannt, heute mit Fokus auf Intranets. Welche Jobs wollen wir denn eigentlich so erlösen oder erledigen? Erledigen, alles klar. Danke dir. Vielen Dank, Paul. Ich muss nur sagen, welcome back vom Mittagessen. Ich hoffe, es hat gut gemundet. Ich hoffe, es liegt nicht zu schwer im Magen, aber es war ja wohl was Gesundes. Und dann hoffe ich, dass mein Content und meine Vorstellung, wie ich das mache, auch dazu beitragen wird, dass alle bei der Sache sind und was mitnehmen. Und nicht einschlafen. So, mein Name ist Eckart Böhme. Ich sage ganz kurz ein bisschen was über mich. Ich habe also länger, das heißt genau über 18 Jahre bei der Firma Microsoft gearbeitet, davon 12 Jahre in den Staaten. Die letzten 3,5 Jahre war ich zuständig für das Marketingtraining der Leute in Redmond, also alle 7 Rollen, die da im Marketing gearbeitet haben, vom Produktmanager bis zur Kommunikationsperson, habe ich so mit Trainings betreut. Das war wirklich der beste Job, den ich jemals hatte. Unwahrscheinlich viel gelernt. Während dieser Zeit habe ich mich schon sehr stark mit dem Thema Value Proposition auseinandergesetzt. Also wie erzeuge ich einen Mehrwert mit meinem Produkt? Und jeder, der, sagen wir mal, vielleicht die Microsoft-Historie kennt, weiß, dass nicht jedes Produkt immer wirklich der Knaller war. Und da war das natürlich wichtig, ein Mittel der Zusammenarbeit zu finden, also Engineering und Marketing zusammen am Tisch, um wirklich gute Produkte herzustellen. Und dieses Thema hat mich, ehrlich gesagt, nie verlassen. Ich habe vor ein paar Jahren das Thema Jobs to be done kennengelernt und habe Bücher dazu gelesen und habe gesagt, das ist das nächste große Paradigma im Marketing, was wirklich die Dinge adressiert, die den Kunden interessieren, die dem Kunden Probleme lösen. Und in dem Zusammenhang habe ich mit Seibert letztes Jahr, wie gesagt, gesprochen und dann haben wir die ersten Workshops gemacht. Bei Seibert wissen Sie ja selber, das ist so, wenn man was reinbringt in die Firma, ist es nicht automatisch, dass es gemacht wird. Das wird nur gemacht, wenn die Mitarbeiter auch wirklich einen Mehrwert da drin sehen, wenn sie sagen, das hilft mir, einen Job besser zu erledigen. Und es scheint ja wohl der Fall gewesen zu sein, dass Jobs to be done, diese Theorie, die dahinter steckt, das Denken, es ja wirklich der Firma ermöglicht hat, anders an das Thema Kundenorientierung oder Kundenzentrierung, was ja hier das große Thema ist, dran zu gehen. So, das ganze Thema ist ein kommerzielles Thema, aber es kann genauso gut auch intern, für den internen Kunden sozusagen, verwendet werden. Und da möchte ich einfach mal das Konzept mal vorstellen und auch ganz praktisch, wie kann man sowas umsetzen. So, wie finden wir die Jobs heraus, ein bisschen komische Formulierung, die ein Intranet für die Mitarbeiter erledigen soll. So, jetzt möchte ich aber gerne erstmal von Ihnen wissen, wie Sie an diese Bedarfsermittlung rangehen. Welche Fragen im Speziellen, welche Fragen werden gestellt, stellen Sie Ihren Mitarbeitern, um herauszufinden, was die Bedürfnisse sind? Da möchte ich gerne mal ein paar Stimmen dazu hören, ein paar mutige.
haben den Kollegen beigebracht, was eine User Story ist und haben gesagt, und jetzt erzählt uns doch bitte mal in Form einer User Story, was könnt ihr euch vorstellen? Dabei ist natürlich wahnsinnig viel herausgekommen. Wir konnten nicht alles einbringen, aber es war mehr, als wir jemals erwartet haben. Und das war toll. War das wie hilfreich war dieses Feedback von den Kunden? Sehr hilfreich, okay. Wunderbar. Also wir haben es dann hinterher mit Seibert noch durchgesprochen. Die Frau Alt hat sich diese ganzen User-Stories angeschaut und die haben das bewertet und die Möglichkeit sozusagen abgehakt oder eben auch verneint. Und das war unsere Basis. Wunderbar. Andere? Welche Fragen werden gestellt, speziell den Usern? Was könnte euch weiterhelfen? Wer hat es gesagt? Wunderbar. Das ist sehr schön. Also ich muss sagen, die Gruppe ist leider viel besser, als ich dachte. Okay. Oliver, wie hast du das denn so gemacht? Ich hab einfach danach gefragt, was ist die Aufgabe, auf die ihr keinen Bock habt, die euch aber trotzdem 10, 20 Minuten Zeit am Tag kostet? Okay. Also ungeliebte Aufgaben sozusagen. Vielleicht noch jemanden? Was müssen wir tun? Hier vorne ist noch jemand? Okay, prima. Was müssen wir tun, damit ihr einen Nutzen habt? Aha. Sehr gut. Also ich wäre an die Aufgabe umgekehrt dran gegangen. Ich hätte überlegt, was würde mir meine eigene Arbeit erleichtern, wenn es ein Intranet gäbe. Mhm. Und damit kann ich praktisch alle die Telefonanrufe erschlagen, die mich von der Arbeit abhalten, was die Leute einfach nur im Intranet nachlesen könnten. Wir haben uns die Frage gestellt, warum nutzen die Mitarbeiter das Intranet gar nicht? Aha, also nicht die Nichtnutzung. Warum Nichtnutzung? Okay. Sehr schön. Kommen wir auch zu dem Thema, kommen wir später noch. Noch ein? Eine, sorry. Sie haben das ja in der Vergangenheitsform eigentlich gefragt, wie haben wir die Anforderungen ermittelt? Und ehrlicherweise, denke ich, kam der Segen auch ein gutes Stück von oben. Aha. Zu wenig Fragen. Okay. Und damit die Antwort auf die Frage von gerade. Wunderbar. Also ich sehe schon, die Gruppe ist hier... Ist schon mal super, schon viel weiter. Wird denn auch nach dem Produkt gefragt? Also wird jetzt auch gesagt, welches Feature würdest du gerne haben? Okay. Wird gefragt, hier ist ein Feature, würdet ihr das Feature einsetzen? Ja? Okay. Also das sehen wir noch recht häufig, dass so auf dieser Produktebene gefragt wird, auf der Feature-Ebene, angefangen wird, die Bedarfsermittlung zu machen. Diese Art und Weise ist aber problematisch. Und das ist wirklich ein sehr schöner Spruch hier von Clayton Christensen, der sagt, es gibt keinen einzigen Weg nach vorne, aber es gibt eine richtige Art und Weise, die Frage zu fragen. Und das ist sehr schön, das habe ich schon hier aufgenommen, dass das schon wesentlich besser gefragt wird, wo es hingehen soll. Aber wir versuchen das für alle nochmal zu erschließen, was sind so die eigentlichen Dinge, die wir erfahren wollen. Clayton Christensen ist ja der Vater der disruptiven Innovation. Der hat ja das Innovators Dilemma geschrieben und der ist auch einer der Protagonisten, der bekanntesten Protagonisten der Jobs to be Done Theorie. Und der hat ein interessantes Projekt gemacht und das Projekt hat ihn auf diese neue Denkweise gebracht. Und zwar war das mit einem amerikanischen Fastfood-Restaurant, wo sie die Kunden gefragt haben, wie möchtest du dein Milchshake haben? Möchtest du den süßer haben, stückiger, schokoladiger, zähflüssiger, wie auch immer, anderes Gefäß und so weiter. Und diese Fragen haben null weitergebracht. Sie haben einfach nach dem Produkt gefragt, wie kann es besser sein? Und die Antworten, da hat man nichts lernen können durch die Antworten. Und dann ist einem Mitarbeiter dieser Studie in den Sinn gekommen, die Frage mal anders zu fragen. Und zwar waren das die Leute, die morgens zur Arbeit gefahren sind, so zwischen 8 und 9,
zum Fastfood-Restaurant und sind dann weitergefahren. Und die wurden dann gefragt, mit was hast du dieses Milchshake beauftragt? Welchen Job sollte es erledigen für dich? Und obwohl die Frage ein bisschen ungewöhnlich ist, beauftragen von einem Milchshake, to hire a Milkshake im Englischen, ist ja recht ungewöhnlich. Aber diese andere Fragestellung hat letztendlich dazu geführt, dass sie Erkenntnisse gehabt haben, wofür dieser Milchshake überhaupt gekauft wird. Vorher haben die gedacht, das ist halt ein Frühstück oder ein Getränk oder so. Und durch diese Frage haben sie herausgefunden, der Milkshake am Morgen wird dazu beauftragt, die Fahrt zur Arbeit interessanter zu machen. Dass es nicht so langweilig ist, weil die fahren eine halbe Stunde. In der einen Hand haben sie das Lenkrad, in der anderen Hand haben sie den Milchshake. Weißt du, wenn man in Amerika morgens zur Arbeit gefahren ist, hat es beobachtet, was die Leute alles während der Fahrt machen, tun auch rasieren und schminken und alles Mögliche. Das ist also nicht ungewöhnlich. Und die Leute haben diesen Milchshake beauftragt. Da ging es nicht um Gesundheit oder solche Dinge. Und dass dieses Denken, diese Erkenntnis, für was dieser Milchshake beauftragt wurde, hat letztendlich dazu geführt, dass die Firma anders über das Problem nachgedacht hat. Also haben sie jetzt nicht mehr erforscht, wie kann ich jetzt den noch stückiger machen oder noch schokoladiger, sondern wie kann ich den jetzt noch vielleicht einfacher zu verkaufen, indem die Kunden einfach herkommen, an Automaten gehen, mit einer Karte bezahlen und das eher so eine Transaktion wird und die haben ihr Ding und können weiterfahren. Ja. Also das war so dieser Research, der letztendlich dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, Jobs to be done ist eine Sache, wo ich mit einem Produkt beauftrage, um einen Job zu erledigen. Und dieses Denken geht weg vom Feature. Wir kennen ja auch hier diesen Spruch von Theodore Levitt 1962, der gesagt hat, die Leute wollen keinen Sechser-Bohrer, die wollen ein Sechser-Loch in der Wand. Ja. Da muss ich ja wirklich leider alle Leute hier im Raum enttäuschen. Es geht nicht ums Produkt. So sehr wir uns mit dem Produkt identifizieren, es geht nicht ums Produkt. Es geht letztendlich um den Nutzen, um das, was ich erreichen will. Und heute würde man auch sagen, Sechser Loch in der Wand möchte ich eigentlich auch nicht haben. Wer will schon ein Loch in der Wand haben? Aber was will ich machen? Bild aufhängen vielleicht oder etwas befestigen. Schrank, dass er nicht umfällt. Aber vielleicht will ich auch gar kein Bild aufhängen. Vielleicht will ich einfach nur ein Bild an der Wand haben. Oder ich will eine schöne Tapete. Und dieses Denken hilft einem, wie er schon gesagt hat, to frame the problem, also das Problem anders anzusehen und diese andere Perspektive einzunehmen. Und allein diese Möglichkeit, diesen Perspektivwechsel zu machen, ist das Entscheidende. Deswegen, ich spreche noch mal ein bisschen über die Prinzipien von Jobs wie dann, was treibt überhaupt die Menschen an, warum würden die überhaupt das Intranet beauftragen oder warum beauftragen sie was ganz anderes, ja, was... Vielleicht laden sie irgendeine Software runter, weil sie Fortschritt machen wollen. Das ist der einzige Grund. Jeder Mensch will einen Fortschritt machen. Die wollen das Produkt nutzen, die wollen einen Vorteil dadurch erzielen. Und dafür beauftragen sie Produkte, Dienstleistungen und Marken. Oft beauftragen die gar nicht unsere eigenen Produkte, sondern ich habe jetzt gehört, in einer großen deutschen Stadt, in der Stadtverwaltung, die beauftragen das Intranet, das ist auch interessant, für Kleinanzeigen. Das ist die größte Applikation, Kleinanzeigen innerhalb der Stadtverwaltung. Und nicht die Wissensengine, die wirklich das Wissen aufsaugen soll und verteilen soll, allmöglich machen soll. Wahrscheinlich, weil die so schlecht designt ist. Und die Leute beauftragen immer das, was für sie gerade in dem Augenblick am besten erscheint. Und es können manchmal unterschiedliche Entscheidungen sein, und es hängt davon ab, von dem Moment des Ringens. Ja, also wenn ich eine Lösung suche und habe ganz bestimmte Umstände, dann ringe ich normalerweise und ich sage, ich greife nicht gleich zur Lösung, weil ich es nicht genau weiß, weil ich erst mal rausfinden muss, was ist überhaupt die richtige Lösung. Also dieses Ringen um die richtige Lösung, das zu wissen, das zu erfahren, auch im Unternehmenskontext, womit hast du gerade gerungen, als du dieses Projekt gemacht hast in der Firma. Was waren die Schwierigkeiten? Das zu erfahren, das ist essentiell, weil diese Umstände des Rings beeinflussen, was die richtige oder bestimmen,
was die richtige Lösung ist. So, nochmal ganz kurz, Leute, was sind so Jobs überhaupt? Ja, hier geht es um den Fortschritt, den Menschen machen wollen, unter bestimmten Umständen. Und auch sehr, sehr wichtig zu verstehen ist, es gibt einen höheren Zweck, für den diese Menschen die Dienstleistung beauftragen. Man kann jetzt vielleicht sagen, Unternehmensführer, der bestimmte Kultur haben möchte, etablieren will im Unternehmen, weiterentwickeln will, der könnte sich überlegen, ich beauftrage ein Intranet, mit diesem Job zu unterstützen. Weil ein Intranet ganz essentielle Funktionen bereitstellen kann, um diesen Kulturwandel wirklich in der Realität umzusetzen. Dass es keine Gerüchteküche mehr gibt, dass es mehr Transparenz gibt, dass es mehr Informationsdemokratie gibt und solche Dinge. Für dieses könnte er so ein Intranet beauftragen. Ein Sachbearbeiter könnte ein Intranet für andere Dinge beauftragen. Also dieses Denken beauftragen, das hilft unwahrscheinlich weiter. Jobs sind ja komplett unabhängig von der Lösung, die wir schaffen. Ja? Ich kann etwas auf Papier ausdrucken, ich kann E-Mail schreiben, ich kann telefonieren, ich kann eine Flugreise machen, um etwas zu kommunizieren. Ja? Ganz, ganz unterschiedlich. Müssen wir wirklich verstehen, dass so eine Technologie immer was Temporäres ist. Ja, ich habe auch mal ein Beispiel in der Hosentasche hier mit dem Handy. So, als es anfing, 1992, konnte das Handy vielleicht so zwei Jobs erledigen, telefonieren oder drei, telefonieren. Was war jetzt noch? Text Messaging. Und bitte? Ach genau, Spiele gab es nämlich auch, ja, okay. Und das Handy hat im Laufe der Zeit immer mehr Jobs dazu gewonnen. Auch Dinge, die jetzt überhaupt mit Telefonieren oder mit Kommunikation überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Jobs sind dauerhaft und anhalten, ja. Mit jemandem sprechen zu wollen, sich austauschen zu wollen, diskutieren zu wollen, das sind einfach Sachen, die ändern sich nicht. Aber, also dieses Bedürfnis ändert sich nicht, aber wie wir das erfüllen, ändert sich ständig. Ja, an einem Tag nehmen wir das Faxgerät, also nicht nächsten Tag, aber dann nehmen wir das E-Mail, dann nehmen wir Intranet-Lösung, was auch immer. Also die Technologie ändert sich immer. Das ist ganz wichtig. So, jetzt gibt es auch nicht nur eine Art von Jobs und das ist auch fürs Intranet wichtig. Wenn wir darüber nachdenken, was brauchen unsere User, klar gibt es die funktionellen Sachen. Ja, ich muss ein Dokument speichern, ich muss etwas verschicken, ich muss etwas kalkulieren, etwas ausrechnen. Aber das ist nicht der einzige Job, den ein Produkt oder Dienstleistung erledigen kann, sondern auch hier ganz wichtig emotionale Dinge. Wer hat so ein innerbetriebliches Vorschlagswesen? Hat das jemand? Da sind ein paar. Innerbetriebliches Vorschlagswesen, ja. Was wäre ein innerbetriebliches Vorschlagswesen ohne die Möglichkeit, den Leuten dafür Anerkennung zu geben? Kann man drüber nachdenken. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Leuten auch einen emotionalen Benefit geben und uns nicht nur auf die Funktion versteifen, die ja ganz wichtig ist, das ist sachlich, klar, müssen wir machen, wir wollen ja diese Vorschläge sammeln, aber auch die Leute dann ermutigen, möglichst viel einzureichen und ihnen Anerkennung zu geben, zum Beispiel auch soziale Anerkennung von den anderen Mitarbeitern, die vielleicht seinen Vorschlag ranken können sagen, ich gebe dem jetzt 5 von 5 Sternen und kriege möglichst viele gute, hohe Bewertungen und dann wandert er ganz nach oben und kann dann darüber stolz sein. Zieht sich also ganz oben in der betrieblichen Vorschlagsliste. Ganz, ganz wichtig. Also hier für interne Innovation auch mal über den emotionalen Benefit nachdenken. Ja, damit kann man einen riesen Unterschied machen. Man glaubt gar nicht, wie viele Dinge einfach überhaupt über diese Emotionen getrieben sind und nicht nur über die Funktion. Gibt es noch Fragen bisher? Noch nicht? Wir haben am Ende auch noch eine Fragenrunde. Kommen wir nochmal zum Thema Entkopplung von Bedürfnis und dem Produkt oder der Dienstleistung. Das müssen wir ganz klar auseinanderhalten. Ich male da immer gerne diese Firewall ein. Und da haben wir hier auf der Seite, haben wir alles, was mit dem Bedürfnis zu tun hat. Also verschiedene Jobs oben, kann man sagen, haben die Leute, die funktionalen, die emotionalen, die sozialen, also Anerkennung von anderen. Und das Warum,
Warum fragen wir nach dem Warum? Warum wollen wir das Warum wissen, wenn wir jemanden fragen? Hat da jemand schon mal Erfahrung mitgemacht? Ich habe nur gesagt, mit kleinen Kindern. Mit kleinen Kindern? Ah ja. Wow, die Kinder fragen immer warum. Ja, die Kinder sind gut, ja. Die wollen immer das Warum wissen. Das ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Und wir Erwachsenen fragen oft nicht nach dem Warum. Wir geben uns einfach zufrieden. Warum hast du jetzt die E-Mail genommen und nicht unsere Intranet-Lösung? Ja, deswegen. Und dann fragen wir meistens nicht nach, warum. Ja, aber das ist letztendlich der Punkt, wo wir hinkommen müssen. Wir müssen das Motiv erfahren. Wir müssen ganz runter und wirklich vielleicht ein paar Mal auf eine elegante Art und Weise fragen, warum hast du das so und so gemacht? Was war überhaupt dein Bedürfnis? Und das ist also ganz wichtig. Das ist ein Skillset hier auf der linken Seite, der Empathie braucht, das Detektivische, die Neugierde, das Einfühlungsvermögen, um überhaupt das zu erfahren und das definieren zu können als Jobs. Aber das hat nichts mit dem Produkt zu tun, gar nichts, null. Das ist ein anderes Zimmer. Hier auf der rechten Seite, da geht es darum, wie. Wie befriedigen wir das Bedürfnis? Da geht es um diese Lösung. Da geht es um Produkte, Dienstleistungen und Marken. Und da haben wir andere Tools, die wir dann einsetzen. Zum Beispiel ein Lean Startup Tool, ja, Lean Startup Prozess. Da bauen wir die MVPs, dann testen wir das, dann messen wir, dann lernen wir daraus, dann verbessern wir das MVP und so weiter. Ganz anderes Skillset an dieser Stelle. Da geht es hier um Kreativität, auch die out of the box denken und solche Dinge, sich so die Fantasie spielen lassen, sage ich immer. Wie können wir dieses Bedürfnis am besten befriedigen? Wenn wir das beides vermengen und verwursteln, dann haben wir kein klares Bild. Warum haben wir da kein klares Bild? Warum haben wir da kein klares Bild, wenn wir diese zwei Dinge nicht klar auseinanderhalten? Wir sehen nicht alle Lösungen. So wie wenn ich den Kunden frage, bitte sag mir mal, welches Produkt du brauchst. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand ausprobiert hat. Kunden nach dem Produkt oder dem idealen Produkt gefragt. Was da rauskommt. Die eierlegende Wollmilchsau. Kennt einer die Simpsons-Folge, wo Homer Simpsons gefragt wird, als Durchschnittsamerikaner das Auto für den Amerikaner zu designen? Hat es mal jemand gesehen von Ihnen? Da ist ja einer. Was ist da rausgekommen, als er gefragt wurde? Was hat er entwickelt? Genau. Es war ein ist natürlich ein Humorbeispiel, ist ganz klar. Aber ein Ungetüm, was er entworfen hat, also ein Auto, ich habe bei meinen anderen Präsentationen immer das Bild mit, das ist ein Auto mit den dicken Reifen, mit der Glaskuppel über dem Kindercompartment, sodass sie nicht stören, wenn die Auto fahren, mit dem repräsentativen Kühlergrill, mit dem großen Horn auf dem Dach und so weiter. Das Ding hat $84.000 gekostet. Die sind alle ohnmächtig geworden, als sie das Ding gesehen haben, wie hässlich das ist. Aber klar, das ist jetzt ein Humorbeispiel, aber im Prinzip, der Kunde kann nicht sagen, was er will. Er kann es nicht artikulieren. Warum sollte er auch? Es ist auch nicht sein Job. Es ist unser Job. Es ist unser Job, die linke Seite zu machen, zu verstehen, was er braucht, was er benötigt, wie die Umstände seines Handels sind, was sein Ring um eine Lösung ist und dann auf der rechten Seite kreativ zu werden und die richtige Lösung zu schaffen. Es gibt 5 Schlüsselfragen, die man in so einem Prozess beantworten soll, die einem wirklich weiterhelfen können. Und da gehen wir einfach mal durch und schauen mal, was kann das so für das Intranet auch bedeuten. Ja? Welchen Fortschritt will die Person erreichen? Beispielsweise, sie wollen vielleicht, was heißt hier, besser ankündigen? Ja, sie wollen vielleicht mehr oder alle Mitarbeiter erreichen. Sie wollen besser zusammenarbeiten. Sie wollen die Transparenz erhöhen. Die Relevanz für die Mitarbeiter erhöhen. Ja, Redundanz vermeiden, jederzeit die richtigen und aktuellen Informationen bereitstellen. Das sind die Dinge, das sind diese Fortschritte, die Menschen vielleicht erreichen wollen. Und das ist das, was wir herausfinden wollen.
was sind die Umstände des Rings? Also, ich als Mitarbeiter sitze da, es gibt einen Wust an Software, einen Wust an Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, was ich benutzen soll. Es ist ganz schwierig herauszufinden. Ja, ist auch im Markt gibt es wahnsinnig viele Softwarelösungen. Und es gibt auch viele, sagen wir mal, Unzufriedenheiten auf verschiedenen Ebenen, weil kein klarer Bedarf vorhanden ist. Das ist nicht klar artikuliert. Wir müssen den Leuten helfen, ihr Problem zu artikulieren. Ja? Dann kommen sie nämlich aus dem Ring raus. Dritte Schlüsselfrage. Welche Hindernisse stehen dem Fortschritt im Wege? Und hier geht es nicht mehr nur um das Ring, sondern um wirklich, da sind echte Roadblocks drin. Und da können wir sagen, klar gibt es so Sachen wie, ich habe jetzt eine bestimmte Vendor-Strategie. Das könnten, sagen wir mal, Probleme oder Herausforderungen sein, die Sie intern haben. Ja, bei uns gibt es so eine Strategie, wie führe ich jetzt was anderes ein, wie kann ich das argumentieren? Aber auch ich muss es als Hersteller, muss ich das verstehen, weil ich ja Lösungen schaffen muss, um dieses Problem zu lösen, um das Hindernis aus dem Weg zu räumen sozusagen. Ja? Hoher Abstimmungsbedarf, weil die Auswirkungen so groß sind. Oder es ist festgelegt, eine One-for-All-Solution. Wir haben keine Anpassung lokal. Das können so richtige Hindernisse sein, die dem Fortschritt im Wege stehen. Ja. Jetzt ist doch eine Frage, begnügen sich die Konsumenten, also meine internen Kunden, mit kompensierendem Verhalten? Das heißt, sie schustern sich irgendwas zurecht, Flickschuster rein. Und man kennt ja so Sachen, ja, also dann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, nehme ich E-Mail. Ja. Exzessive Meetingkultur, ich kenne es selber, ständig Meeting, ständig Abstimmung, CYA, also ich lade jeden ein, damit jeder seinen Senf dazugeben kann. Boah, nicht sehr effektiv. Oder hier, wer kennt das? Lifehack, wer weiß, was ein Lifehack ist? Lifehack? Das sind so die kleinen Skripte, die geschrieben werden, um durch den Tag zu kommen, sozusagen. Ich schaffe mir selber eine Lösung. Ich bastel mir was zurecht. Ja, das können natürlich nur Leute, die programmieren können. Aber die machen oft sowas. Ist aber keine super Lösung, vielleicht die man breit ausrollen kann, aber sie hilft mir, über den Tag zu kommen. Hier habe ich schon mal ein Beispiel eines kompensierenden Verhaltens. Also dieser Herr, der war natürlich super smart, ja, hat das vielleicht gesehen beim Kind auf der Straße, hat gesehen, wow, das könnte ich ja anwenden für mich. Der ist mit Sicherheit schneller, aber wahrscheinlich produziert auch bessere Qualität. Weil der Strich einfach gleichmäßiger ist, wenn er da beim Tapezieren oder beim Malen oder was er macht, da zieht. Ja. Aber so denken Menschen. Ja. Das ist real life. Und das machen ihre User auch, wenn sie keine Lösung finden, keine adäquate Lösung. Ja, kompensatorisches Verhalten. Und dann, last but not least, was verstehen wir unter Qualität? Oder was sollen wir unter Qualität verstehen? Und das ist Qualität, die der Kunde im Auge hat. Ja? Vielleicht hat er hohe Qualitätsanforderungen, er will mehr Kontrolle über den Arbeitstag, weniger fremdbestimmtes Tagesgeschäft, wäre eine schöne Sache. Er will mehr Transparenz im Unternehmen, keine Gerüchteküche mehr. Aber er ist auch vielleicht bereit, Kompromisse zu machen. Ja, vielleicht will er nicht die 100%ige Lösung, vielleicht braucht er nur ein Teil davon oder eine schrittweise Einführung. Aber es ist die Qualität in den Augen der Users. Aber die müssen wir verstehen, die müssen wir erfragen. Die müssen wir vielleicht auch hinterher mit unserer Lösung austesten. So, wenn man diese 5 Schlüsselfragen beantworten kann, dann ist man schon einen sehr, sehr guten Schritt weiter in seiner Research. Weil das die Dinge sind, die letztendlich den Kunden interessieren. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt Research gemacht. Wie sollte sich das Ganze manifestieren? Ich habe
einer von Ihnen sagte, ich glaube, Sie waren das mit den User Stories. Werden User Stories eingesetzt? Wer benutzt noch User Stories im Unternehmen? Nicht alle. Also sind, ich würde mal sagen, vielleicht so ein Viertel machen User Stories. User Stories war ja schon mal ein schöner Schritt in die richtige Richtung. Wer benutzt denn Personas? Hier? Ja, benutze auch noch einige Personas. Ich will jetzt nicht Personas schlecht reden, aber man sollte sie doch hinterfragen. Einfach aus einem Grund, weil Personas Durchschnittsmenschen sind, die wir definiert haben, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ja. Man will sich ein Bildnis schaffen. Das ist ja auch eine schöne Sache. Eigentlich sagt die Bibel, man soll sich kein Bild machen, aber wir wollen ja ein Bild haben, damit man dem Entwickler sagen kann, hier, das ist die Person, für die du jetzt entwickelst. Bitte entwickelt das für diese Person. Nur die Sache hat einen Haken. Die Charakteristiken, die mit so einer Persona einhergehen, bestimmen nicht das Handeln. Als ich 97 in die Staaten bin, habe ich mich gewundert, warum fahren so viele Leute den VW, also junge Leute, den VW Jetta? Das waren so Teen-Driver, die gerade mit 16 Führerschein gemacht haben, sind alle Jetta gefahren. Ich habe gesagt, das kann gar nicht sein. In Deutschland, da wo ich herkomme, ist der Jetta das Auto für den älteren Herrn mit Hut und Hosenträger und gehäkelter Klorollenabdeckung für die Hutablage. Das kann nicht sein. So, wenn ich jetzt der Produktmanager für den Jetta gewesen wäre, hätte ich meinem Entwicklungsteam zwei Personas gegeben. Hier, 16-jähriges Mädchen hat gerade einen Führerschein gemacht, hat das Auto von ihrem Vater geschenkt bekommen zum Geburtstag. Da den 65-jährigen Herrn. Bitte entwickel mir ein Auto für beide. Dann hätte mich der Entwickler mich anguckt, sagt er, Moment, also muss ich schon entscheiden, entweder das oder das, was willst du? Sag ich, das ist mir wurscht. Also, dieses Persona-Denken hilft nicht unbedingt weiter. In den USA werden diese Autos oft von den Eltern gekauft, weil sie die gleichen Jobs erfüllen, wie für den 65-jährigen Herrn hier in Deutschland. Ja? Trotzdem ist es drüben ein hippes Auto. Es steht für Qualität, relativ gut ausgestattet, relativ ökonomisch, gute Qualität und so. Sind sehr, sehr solide Jobs, die das Auto erfüllt. Aber mit den Personas, wie gesagt, wäre ich dann nicht weitergekommen. Wir müssen also zur Kausalität, wir müssen zur Ursächlichkeit kommen. Warum kaufen Leute dieses Auto? Warum nutzen Leute dieses Auto? Und es ist nicht, wer sie sind, wo sie herkommen. Vielleicht, ja, bei bestimmten Produkten der finanzielle Hintergrund. Aber diese ganzen Charakteristiken, die oft genommen werden, um diese Zielgruppen zu definieren und Zielgruppen zu segmentieren und auseinanderzuhalten und in schöne Kästel die Leute zu packen, das kann man wirklich hinterfragen. Weil Kausalität oder Korrelation, was wir oft sehen, ist nicht Kausalität. Ja. Nur weil im April viele Störche übers Land fliegen, gibt es nicht so viele Kinder oder umgekehrt. Also deswegen, wie gesagt, müssen wir diese Research machen, müssen wir die Kausalität finden. Und ein Vehikel ist eine Job-Story. Wir haben die so genannt, Job-Story. Es gibt ja User-Stories. Kann man leicht umdefinieren. Mir ist auch wirklich wurscht, wie die genannt werden. Kann man sie auch weiter Job-Story nennen. Aber einfach sehen, das ist auf einer anderen Flughöhe als eine Job-Story. Und so ist sie aufgebaut. Wenn bestimmte Umstände existieren, dann möchte ich, das ist das Motiv, was möchte ich, ein bestimmtes Ergebnis haben. Ich habe mal eine mitgebracht, die ist jetzt nicht super aufgebohrt, aber ich denke, sie macht ganz gut ihren Job. Wenn ich eine wichtige Entscheidung treffe oder davon erfahre, möchte ich es allen relevanten Mitarbeitern mitteilen, damit durch das Wissen über die Entscheidung die künftigen Entscheidungen besser werden. Also das hat eine andere Qualität als eine eng gestrickte User-Story. Weil das ist mehr ausgeschmückt. Das ist höher, also auf einem höheren Level, höhere Flughöhe, aber wir wissen, was erreicht werden soll. Genau. Aber dann ist das die zwei hinteren Teile identisch. Also auch nicht enger gestrickt oder weiter gestrickt, aber dieses
Also, ja, genau. Also bei einer User Story normalerweise hat man die Persona. Ja, als Persona, User Klaus, möchte ich irgendwas. Dann ist normalerweise dieser Mittelteil, möchte ich, ist eine Funktion, die er erledigen möchte. Ich möchte gerne aus einer Liste von Möglichkeiten die richtigen herausfinden. Ja, ist normalerweise, so wie ich das kenne, zumindest ist eng. Und dann will ich ein Ergebnis haben. Ja. Der Unterschied ist hier, das ist nicht sehr aufgebohrt, um das halt relativ kurz zu halten, aber wir erzählen hier die Geschichte mit den Umständen und das kann noch weiter ausgeschmückt werden, dass wir die Umstände kennenlernen, dass wir die Motive, kann man auch noch in die Tiefe gehen, dass ich zum Beispiel, möchte ich es allen relevanten Mitarbeitern mitteilen, damit ich hinterher besser dastehe, damit ich mich besser, was weiß ich, rechtfertigen kann, was auch immer. Da kann man das noch weiter ausschmücken, um die Motive klar zu machen und eine bessere Story zu haben. Die ist oft auf einem ziemlich hohen Level und die kann ich jetzt nicht einem Programmierer geben, kann sagen, kannst du das bitte programmieren. Aber der Programmierer kann sich zumindest, oder derjenige, der über die Features nachdenkt, der hat zumindest im Sinn, was erreicht werden soll. Und nicht auf funktionaler Ebene, sondern auf Job-Ebene. Welcher Job soll damit erledigt werden? Ja, ich sehe, das ist ein bisschen abstrakt. Das müssen wir vielleicht noch mal mehr diskutieren. Aber im Prinzip kann man sich das so als Flughöhe vorstellen, dass man eine andere Flughöhe hat mit so einer Job-Story. Und vielleicht macht man Job-Story und dann macht man User-Stories einfach darunter. Und sagt, das sind dann die Funktionen letztendlich, die dann zusammengesetzt die Job-Story ermöglichen. Ja. Aber auch da wäre die Ausgestaltung, verstehe ich, wenn es technisch gemacht wäre, steht drin, was der User möchte. Ja. Nicht, ob ich es per E-Mail, per Dropbox oder sonst was mache. Wir verlieren sonst sozusagen. Wollen Sie die Frage mal ganz kurz hier reinsprechen? Ja, also mir ging es jetzt hier nur darum, dass die Flughöhe für mich in die User Stories, wie wir sie bei uns formulieren, schreiben, eigentlich auf dem gleichen Level ist wie hier von dieser Job Story. Also auch hinten diese zwei Teile von möchte ich und damit ich. Sollte auch in der User-Story für unser Empfinden nicht technischer werden, weil der Nutzer hat keine Ahnung, ob E-Mail oder Dropbox die beste Lösung ist. Das kommt hinterher, dass man es empfiehlt. Ja. Wir können es ja später eventuell nochmal in der Session auch tatsächlich vertiefen. Ein Kernelement ist eben, dass wir hier ja eher die Situation beschreiben, in der sich der Nutzer befindet und weniger die Rolle in den Vordergrund setzen. Das ist diese Abkehr von der Persona und eher was für einen Job sozusagen dahinter steht. Das gibt schon eine andere Information mit dann an der Stelle. Das ist auf jeden Fall gut zu hören, dass so schon Leute auf dem Weg sind, halt anders zu denken und sich ein bisschen mehr von diesem Nitty-Gritty zu lösen, würde ich mal sagen. So, jetzt gibt es noch ein oft übersehenes Potenzial und das sind die Leute, die wir nicht erreichen, das sind die Nicht-Nutzer. Und ich habe mich total gefreut, als ich dieses Linchpin Touch gesehen habe heute Morgen, was ja wirklich ein super Tool ist, um diese Nicht-Nutzer zu erreichen. Also die Leute vielleicht auf der Baustelle oder die Leute in der Produktion, die keinen eigenen Zugriff haben auf einen Rechner, aber die auch ein Informationsbedürfnis haben und nicht ausgeschlossen sein wollen von der Welt. Aber das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Nicht wie bei anderen vielleicht Methoden, wo sich nur auf den User gestützt wird, sondern einfach nochmal zurücktreten und nochmal zu überlegen, wer benutzt es eigentlich nicht? Auch das Intranet, wo die Leute Zugriff haben drauf, wer benutzt es nicht? Für bestimmte Dinge. Also ganz wichtig ist eigentlich so das größte Potenzial, ich sag mal, ein Nicht-IT- oder Nicht-Intranet-Beispiel natürlich, ist Airbnb, weil sie mit Airbnb einfach viele Nicht-Nutzer adressiert haben. Das waren die Nicht-Nutzer von Hotels, weil nach San Francisco gehen, ins Hotel gehen, ist nicht ganz billig. Und die haben es halt geschafft, sowas zu kreieren, so eine Plattform zu kreieren, wo sie Leute erreichen, die heute nicht Hotels nutzen, die aber das Bedürfnis haben einer Übernachtung. Und deswegen haben sie sich auch nicht über Hotel definiert, sondern Übernachtung definiert. Und es ist eine andere Perspektive. Und hier sind ein paar Beispiele, die wir zusammengetragen haben. Also erstmal hier Mitarbeiter ohne Zugriff. Also wir haben schon mal rein physisch keinen Zugriff auf die Informationen, aber auch hemdsärmliche Zusammenarbeit der Mitarbeiter, die sich irgendwas zurechtschustern, das E-Mail- und Meeting-Chaos,
die einfach da drinne stecken und wow, aus irgendwelchen Gründen unser Intranet nicht dafür beauftragen. Natürlich Informationsdefizit durch Informationsflut, ja, man wird einfach überschüttet und resigniert und nimmt dann vielleicht auch nicht mehr an der Konversation teil, ja, sind auch Nichtnutzer sozusagen oder Mitarbeiter verharren in einer passiven und einfach nur ausführenden Rolle. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja unser Intranet auch als Werkzeug begreifen, was eine gesunde Unternehmenskultur unterstützt und uns hilft, weiterzuentwickeln. Ja? Klar, Mitarbeiter tendieren dazu, sich selbst zu verwalten, was wir ja heute Morgen ja in dem Speech auch hatten. Da wird dann dieser interne Aufwand größer, als einfach letztendlich den Kunden zu helfen, was ja wirklich sehr schade ist. Gut, da sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Hier habe ich noch so ein paar Key Takeaways. Wer sich damit mit Jobs to be Done weiter befassen will, dem kann ich noch ein paar Literaturhinweise geben. Ich habe auch eine Webseite dazu aufgebaut mit Informationen, da kann man sich mal einlesen. Aber es ist wirklich, wir sprechen also bei Jobs to be Done von dieser Jobs to be Done Linse. Also man schaut die Welt durch die Linse, durch diese Brille an und sieht dann auf einmal, was hat der für einen Job? Wir sprechen auch nicht mehr von Bedürfnis, weil was ist ein Bedürfnis? Sehr, sehr schwammig. Aber ein Job kann ich ganz gut definieren, ja, mit den, wie wir es gemacht haben, mit den Umständen, den Schwierigkeiten, was will ich erreichen und diesem Gesundheit und diesem End-zu-End-Denken, wie es ja auch heute Morgen von dem Lars Vollmer genannt wurde, beschrieben wurde, ich will als Berater langfristig meinem Kunden helfen, diesen Job abzuarbeiten. Das ist nicht eine kurzfristige Sache und da muss ich den Job begreifen. Und ich muss ihn vom Anfang bis zum Ende auch wirklich erledigen, weil dafür werde ich beauftragt. Also Jobs to be Done Linse ist ein Werkzeug, dann Anforderungen durch die richtigen Fragen ermitteln. Ja. Auf die Fragen kommt es an. Wer nicht fragen kann, lernt nichts. Das ist ein deutsches Sprichwort. Es ist ganz, ganz wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist ein Skill, den kann man lernen. Ich habe also bei einem Workshop Leute dabei gehabt von einer freiwilligen Feuerwehr. Die wollten den Job wissen, den eine freiwillige Feuerwehr für bestimmte Personengruppen hat. Und das fand ich total clever. Die haben jetzt schon 7 Interviews gemacht, da haben wahnsinnig viel gelernt. Und verstehen jetzt mehr, mit wem sie im Wettbewerb sind als freiwillige Feuerwehr, als sagen wir mal, Freizeitaktivität. Und wissen wesentlich besser, was die Leute so erwarten und was man denen bieten kann als freiwillige Feuerwehr, weil es ein Problem ist, für sie genügend Leute zu finden. Übrigens, vor 2 Wochen hatte ich Leute einer Molkerei, einer großen deutschen Molkerei im Workshop, die wollten den Job wissen von Frischkäse, was der Job den Frischkäse erfüllen kann. War eine interessante Fragestellung. Wir haben das gelernt, machen ein paar Wochen machen sie in den USA diese Befragung, Jobs wieder für Frischkäse. Und dann letztendlich Jobs so zu definieren, dass sie die zu erledigende Aufgabe möglichst reflektieren. Also nicht hier nur Funktionen, ganz simpel, sondern höhere Flughöhe, was will der User überhaupt erreichen oder der Nutzer von dem System. Gibt es denn noch Fragen? Ich glaube, da gibt es erstmal einen Applaus, wenn ich es richtig sehe. Okay, danke. Gut. Ich sehe, sind alle noch wach. Das ist schon. Man sieht ja immer daran, ob Vorträge hilfreich sind, wenn man so beobachtet, ob Menschen, oder also ich merke das häufig daran, dass die Leute anfangen, die Folien zu fotografieren. Aha. Weil sie denken, Mensch, da steht irgendwas drauf, das kann ich vielleicht später nochmal gebrauchen. Ja. Und das habe ich in deinem Vortrag. Okay. Insofern das schon mal als positives Feedback. Es gab offensichtlich Leute, die vielleicht auch das Design deiner Folien besonders ansprechend fanden. Okay. Aber vielleicht hat tatsächlich der eine oder andere noch eine inhaltliche Frage. Wir haben schon gehört, dass der Umgang mit User Stories durchaus auch gut funktionieren kann. Wir haben den Eckert jetzt nicht eingeladen, weil wir dachten, Mensch, schmeiß das alles weg mit den Personas und die User Stories gerade mit über Bord. Für uns bei Sabbat Media, für die Arbeit mit dem Produkt Linspin, habe ich zum Beispiel gelernt, dass ein schwarzes Brett ein verdammt guter und schwerwiegender Konkurrent für uns ist. Das habe ich vorher nicht gesehen. Dass Nichtstun eine verdammt häufig gewählte Alternative
zu einem coolen Social Intranet ist. Jetzt kann man immer, man erkennt es ja häufig so, dass man denkt, ja, easy, hätte ich dir auch sagen können. Mhm. Aber so eine Brille, so eine Linse kann einem helfen. Haben Sie Fragen? Bei den User Stories ist ja üblicherweise so, dass man sich User im Unternehmen aussucht, die diese Sachen dann auch definieren. Wen frage ich denn da für die Definition oder an wen trete ich da heran, der mir hilft, das zu definieren, diese Jobs to be dann? Also ich kann natürlich jetzt nicht durch die gesamte Technik durchgehen, die wir da machen, aber das ist ein Prozess dahinter, wie wir die Kunden, also interne Kunden in dem Fall, interviewen. So eine Befragungstechnik ist kein Fragebogen mit statistischer Auswertung, so eine qualitative Sache. Und dann macht man genügend viele Interviews und setzt sie dann zu einem Muster zusammen. Und das ist dann ein Übersetzungsprozess aus diesem, was man gehört hat, in diese Story hinein. Ja, also man darf nicht denken, das ist jetzt macht statistische Auswertung, hat das gar nichts mit zu tun. Man muss das, was man hört und was man erfragt, mit den richtigen Fragen dann umsetzen. Also und dann kann man natürlich die Story nehmen, und dann nochmal wieder zurückgehen zu den Leuten, mit denen man gesprochen hat, können dann sagen, ist das so typisch für euch? Und wenn man genügend Interviews macht, dann sieht man auch Muster. Und dann kriegt man eine ganz gute Validierung. Du hattest ja den Christensen auch hier auf einer von deinen Folien genau. Mit dabei. Und ich glaube, den würde ich jetzt so als einen der Urheber, der als erstes sozusagen dieses Thema aus der Taufe gehoben hat, ansehen. Von dem kann man Bücher lesen, von dem kann man Vorträge hören. Genau. Den Eckart kann man buchen. Ja, also es gibt sozusagen Berater, die einem zur Verfügung stehen. Es gibt im Internet sehr viel darüber nachzulesen. Insgesamt ist dieses ganze Jobs-to-be-done-Feld aus meiner Sicht noch relativ jung. Würdest du das auch so sagen? Oder? Es ist relativ, ja, würde ich auch sagen. Also wenn Sie jetzt nach Studien, nach Langzeiterprobung und solchen Sachen fragen, gibt es ja relativ wenig. Wir haben das jetzt ins Programm mit aufgenommen, weil wir das für plausibel, für sinnvoll und auch für eine neue, sinnvolle Denkweise halten, sich mit geschäftlichen Problemen auseinanderzusetzen, die auch viel kompatibler mit der Art und Weise, wie wir heute multitaskingfähig ganz viele Sachen zu machen haben, zu legen sind, nämlich Jobs. Wir können übrigens auch mal anbieten, interviewt zu werden. Also wer sagt, ich würde gerne mal damit interviewt werden, dann können wir das auch durchaus vornehmen an der Stelle. Mhm. Gut, gibt es noch eine letzte Frage? Keine, dann okay. Hoffe ich, dass der ein oder andere inspiriert worden ist, sich selber mal mit den Jobs, die seine Dienstleistung oder sein Produkt leisten soll, zu beschäftigen. Und ja. Danke dir, Eckart, für deinen hervorragenden Vortrag. Alles klar. Vielen Dank.